Hallo und herzlich willkommen zurück zu Slime Rancher. Wir haben ausgeschlafen und verkrümeln uns jetzt mal wieder auf. Alter Schwinne. Schwinne, genau. Schwede und Finne, wenn man das kombiniert, dann kommen komische Sachen aber raus. Jo, einmal hier. Und einmal da. Irgendwie sind die ja schon niedlich. So, wie sieht's mit euch aus? Ihr seid alle happy. Das ist doch super. Aua. Ich will überlegen, ob ich hier noch so eine Absaugvorrichtung installiere, weil es ist doch ein bisschen nervtötend, hier immer das selber zu machen. Das wollte ich hier einen verletzen. Werden wir mal schnell aufkommen. Was soll's, wir haben das Geld, dann können wir jetzt was investieren. Wir nehmen den Plot Collector. Könnten die rauskommen? Ich glaube, das haben sie schon ein paar Mal geschafft, ne? Dann nehmen wir noch das Ernet. Brauchen wir sowieso irgendwann mal. Haben jetzt noch 23, haben wir ordentlich investiert. Ihr braucht alle Früchte, aber scheiße. Ich sollte mir merken, dass ich eine dieser Früchte behalten soll. Man kann anscheinend 3-4 Mal abernten und danach ist das Ding erstmal hinüber. Mist. Dann gibt es für euch mal jetzt ein paar Heartbeats. So, das Feld ist ja noch in Ordnung. Das wächst nochmal. Mist, jetzt muss ich diese blöde QB-Frucht nochmal holen hier. Karotten haben auch noch jede Menge. Bringen uns jetzt allerdings nicht allzu viel. Problem ist nämlich, dass unsere besten Schleimis nur Frucht oder Fleisch mögen. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Ist auch nicht schlimm. Okay, ein paar normale sind ja noch dabei, die können wir dann mal wegbringen. Und große Verkaufaktion. So, die ganzen Karotten. Wie jetzt? Oh nö! Scheiße! Ganz schlau gemacht. Unglaublich schlau habe ich das gemacht. Okay, wenn man also Kätzchen und diese Leuchteviecher mischt, dann ja, dürfen die auch kein Licht abbekommen. Wieder was gelernt. So, ihr kriegt jetzt mal jede Menge zu fressen da drinnen. Dann sollte die auch produktiv werden. So, das heißt, wir müssen eine Frucht organisieren. Wir müssen wieder Kätzchen organisieren. Wir müssen dieses Ding hier gegen Sonne abschielden. Erledigt. Also, ja komm, da können wir jetzt mal 10 Kätzchen holen. Und eine Frucht. Ganz wichtig ist irgendeine Frucht erstmal schnell. Müsste doch hier dieser Baum sein, oder? Ja, da mal ein bisschen was. Pokefruit. So, dann hier noch. Das dann noch. Na komm her. Dann pflanzen wir die mal schnell ein. Und eine kriegen sie gleich zu futtern. Also, Pogofruit. Pogofruit. Weil es halt ein bisschen blöd ist, dass man durch die Cubies deutlich mehr bekommen hat, aber ja, damit es erstmal überhaupt was wird, machen wir mal schnell ein paar Pogofruits rein. Die Cubies können wir dann da auch noch reinfüttern, ist ja gar kein Stress. Ist ja komplett abgesicherter Bau. So, mal wieder auf unserem Quest Kätzchen suchen. Eins von den Röhrchen machen wir auch mal hier mit dem pinken Plört voll. So, Karotten sind wir gerade mal west. Sind schon viel zu OP für das Karottengeschmack hier. So. Mann. Blauen wollte ich eigentlich haben. Gucken, ob es sich rentiert. Naja, eine bisher noch nicht so, aber da ist noch ein bisschen was Lilanes oder Pinkes. So. Und noch einen. Achso.
Kästchen. Jo. Mist. Den brauche ich jetzt mal. Okay. Die sind unsinnig. Habe ich jetzt den Rooster hingeschossen? Da. Nein, da war ich schneller. Da sind noch welche. Sehr schön. Da oben vielleicht noch welche. Hier sind die ganzen Hennen. Ich laufe jetzt noch einmal zurück und bringe die ganzen Sachen hier weg. Sinn davon ist, dass ich schon mal hier so die ersten Kätzchen dann vielleicht ziehen kann. Müssen wir mal gucken. Ist immer so lustig, wie sie dann davor stehen und alle an die Früchte ran wollen. So, lauf! Da habe ich mir schon extra einige Upgrades geholt und bin immer so lahm. So, dreimal euch. Dann kommt da nochmal so ein Roostro rein. So, wo haben wir normale Hennen? Das ist eine. Noch eine normale gehabt? Ne, da ist noch eine. Das sind alles die Stony. Okay. Sollte passen, dann können wir nämlich mal die Kätzchen da unten noch ein bisschen glücklich machen. Bringen den Phosphor noch weg. So, ziehen eine davon wieder zu einer großen auf. Und das da. Holen uns hier einen. Naja. Durch den Teppich können wir den nämlich jetzt gleich hoch pushen. Das passt. Passt. Schon mal. Zwei. Sehr schön. Wird doch langsam wieder. Mann, die ganzen Fehler wieder ausbügeln. Aber sobald du da solche Zombie-Viecher drin hast, kann man nur froh sein, dass man das Dach drauf hat. Sonst kann das hochgradig ungemütlich werden. Okay, was hatten wir eigentlich noch für Upgrades? Hartmanager Dashboots. Ja, damit sind wir ein bisschen schneller. So, weiter geht. Zum Füttern haben wir jetzt gerade nichts mehr. Das heißt. Ja, komm jetzt hoch da. Hm. Schon vergammelt. Nehmen wir jetzt mal hier ein paar Früchte mit. So, eine Kiwi Fruit hätte ich auch noch ganz gerne. Damit können wir schon mal ein bisschen weitermachen, aber so viel bringt es noch nicht. Sweep, sweep, sweep. Tschüss. So, mal gucken, ob wir unten wieder ein paar Tabbys rumeiern. Zumindest ist schon mal mehr Plört unterwegs. Das gefällt mir sehr. Goldener, 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 goldener. Nix da. Meins. So, haben wir noch irgendwo eine dicke fette Henne? Da ist noch was. Dann haben wir da noch jede Menge Früchte. Das ist auch ganz schön. Oh, noch eine Henne und noch mehr Früchte. Wunderbar. Die habe ich schon. Die brauche ich gerade nicht. Das nächste Mal muss ich echt darauf aufpassen, dass wir das nicht wieder verkacken. Nein, komm her, Henne. Habe ich die jetzt? Nee. So, sechs Stück. Okay, Rockplot. Ja, den kriegen sie hier auch sowieso. Okay, dann das Ding hier mal.
mal Schrotten schnell. Das ist jetzt doof. Die will ich nämlich eigentlich haben. Lasse ich die Teppis hier? Naja, komm. Bisschen Verschwendung, aber was soll's. Wir kriegen bei uns daheim dermaßen viel. Nehmen wir noch den Teppi mit. Was ist denn? Mal wieder verkackt. Oh nö, jetzt sind da wieder die Zombie-Viecher unterwegs. Oh Mann, weg damit. Weg damit. Weg damit. So, haben wir es dann? Ich hoffe doch mal sehr. Ach, Tennin, in dich mal rein. Mal schauen, was das jetzt wieder bringt. Der wackelt ja noch nicht mal. Wie viel verträgt denn der? So einiges anscheinend. So, der Golden ist weg. Es bringt jetzt halt auch nicht allzu viel, da jetzt rüber zu gehen. Weil ich habe dermaßen viel jetzt dabei. Ich muss noch einmal nach Hause und dann können wir erst rüber. Sonst bringt das alles nichts. Ihr kleinen Asis. So, 12. Dann noch ein bisschen was. Dann noch ein bisschen was. Dann noch ein bisschen was. Dann noch ein Tabby, der kommt auch mal her. Dann mal noch eine Q-Berry, das ist auch gut. Na komm. So, was ist da drin? Davon habe ich eigentlich langsam auch genug. So, so langsam wird es hier aber was mit unserer Farm. Na komm, mehr Pink Lord. Los jetzt. Das passt auch. Aber wenn sehr viele Slimes unterwegs sind, dann geht die Frame mir doch ein bisschen runter bei dem Spiel. Na gut, ich meine, in dem äußerst frühen Stadium, in dem es sich eigentlich noch befindet, ist es schon echt cool. Da kann ich nichts Gegenteiliges zu sagen. So, 30 Stück, wir sind voll. Und sind auch schon daheim. Perfekt. Also, rein mit den Tabbies. Rein mit einer Q-Berry. Dann habe ich jetzt 137. Hier einmal abgeerntet. Schon voll. Dann kriegt er jetzt hier einmal die volle Ladung Früchte. So, dann muss ich nochmal ein Feld kaufen, wo ich jetzt eigentlich so die Lust drauf hatte, aber naja, bleibt mir nichts anderes übrig. Hier, gebt mir mal was von euren blauen leuchtenden Kackebatzen. Jetzt habe ich da wieder 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das passt. Wir haben hier noch 2, 4, 5, 6, 7 oder 8. Ich feuer jetzt da einfach mal rein. Der Rest, der nicht verbraucht wird, kommt ja dann automatisch in unser Sammelstationchen da rein. So. Als nächstes, das Ding ist ja abgeschottet, dann bauen wir da jetzt den Baum hin. Garden Purchase. Achso, reicht noch nicht. Aber nach den 30 Pink Lords sollte das eigentlich funktionieren. Mann, 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 die ganze Folge muss am Fehler ausbessern gewesen. Wunderschön verkackt die ganze Aktion hier. So, hab ich mich jetzt verbrannt, oder? Nee, passt. Also den ganzen Gedöns, was da rumliegt, sollten die locker voll werden. Also, hier, wir brauchen einen Garten. Kaufen. Q-Berry rein, dann wächst die. Wunderschön. Dann kümmern wir uns noch um unsere blauen. Achso, die Karotten waren ja weg.
Oh, eine Form schön hinbekommen. Aber ihr hattet doch noch eigentlich... Genau, ihr habt noch sich zu fressen da drinnen. Und ich habe einen Absauger drin. 19 Stück. Schön, 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 schön. Das ist durchaus rentabel hier. Coole Sache. Dann verkaufen wir das noch. Dann schauen wir mal, was unser Kontostand sagt. Und ich verabschiede mich dann schon mal bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und wir sehen uns hier natürlich wieder frisch und fröhlich bei Slime Rancher. Ich gehe jetzt mal schlafen. Ciao, ciao.